Hallo, schönen guten Abend auch von uns. Ich bin von der LERFA, der Lateinamerika-Gruppe hier aus Düsseldorf. Wir organisieren rund um das Thema Putsch in Chile, die Folgen und auch den Widerstand dagegen eine Veranstaltungsreihe. Vielleicht habt ihr auch schon ein Flyer von uns bekommen, sonst könnt ihr uns auch gerne nochmal ansprechen oder Fragen stellen. Ich werde jetzt noch kurz etwas zu der Rolle von deutschen Akteuren am Putsch noch während der Zeit der Pinochet-Diktatur sagen. Auch deutsche Akteure waren in vielfacher Weise am Sturz der Regierung Allende und den Verbrechen der Diktatur beteiligt. Die Regierung und staatliche Stellen der BRD haben die Regierung Allende durch ihre Maßnahmen destabilisiert und nach dem Putsch die Diktatur unter Pinochet unterstützt. Deutsche Unternehmen sahen durch den gesellschaftlichen Aufbruch und die wirtschaftlichen Reformen unter Allende ihre hohen Gewinne gefährdet, die sie durch Ausbeutung von Menschen und Natur in Chile erwirtschafteten. Unternehmen wie Hülst, BASF, Bayer, VW, Siemens und Hochtief unterstützten deshalb die Bemühungen zum Sturz der Regierung Allende und kooperierten anschließend mit der Diktatur. Dazu gehörte auch die damals unter anderem in Düsseldorf tätige Phoenix Rheinrohr, die heute Teil von ThyssenKrupp ist. Angesichts dieser Rolle deutscher Akteure fordern wir eine historische Aufarbeitung der deutschen Beteiligung an den Verbrechen der Diktatur in Chile. Wir fordern außerdem eine öffentliche Entschuldigung bei den zahlreichen Opfern und ihren Angehörigen sowie deren angemessene Entschädigung. Bis heute unterstützt die Regierung der BRD eher die Täter als ihre Opfer. Dies zeigt etwa der Fall des deutschen Hartmut Hopp, ein Täter, der in Krefeld seinen Lebensabend genießt. Hopp war Arzt der Colonia Dignidad, einer abgekotteten deutschen Sektensiedlung in Chile. Er gehörte zur Führung der Siedlung und vertrat sie in der Öffentlichkeit. Während der Diktatur arbeitete die Colonia Dignidad eng mit dem chilenischen Geheimdienst DINA zusammen. Hartmut Hopp hatte persönlich engste Kontakte zu dem Geheimdienstchef und anderen Schergen des Regimes. Die Siedlung diente dem chilenischen Geheimdienst während der Diktatur als Zentrum für Folter und Mord. Der Geheimdienst verschleppte politische Gefangene in die Siedlung und folterte sie dort. Über 100 dieser Gefangenen wurden dort ermordet. Viele von ihnen gelten bis heute als verschwunden. Die deutsche Regierung wusste bereits seit Mitte der 70er Jahre über die Aktivitäten der Colonia Dignidad Bescheid. Sie unternahm nichts. Der damalige deutsche Botschafter in Chile verbürgte sich stattdessen öffentlich für die Siedlung. Und heute? Die jetzige Bundesregierung unterstützt die Siedlung seit 2008 mit jährlich 250.000 Euro aus Steuergeldern. Mit dieser Hilfe wird die Siedlung zu einer touristischen Attraktion mit Hotels, Oktoberfest und deutschem Bier umgebaut. Die Menschenrechtsverletzungen, die dort begangen worden sind, werden vor Ort nicht erwähnt. Auf die Forderung der Opfer und deren Angehörigen, dort eine Gedenkstätte zu errichten, wird nicht reagiert. Auch deutsche Stellen tun bis heute nichts, um die Verbrechen der Diktatur aufzuklären und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Auch deshalb geht eine politische und juristische Aufarbeitung der Schwächen voran. Dennoch ist ein Anfang gemacht. In Chile wurden mittlerweile verschiedene Mitglieder der Colonia Dignidad verurteilt. Allerdings nicht wegen der Unterstützung der Verbrechen während der Diktatur, sondern wegen der systematischen Misshandlung deutscher und chilenischer Kinder in der Siedlung. Auch Hartmut Hopp ist von einem chilenischen Gericht Anfang 2013 rechtskräftig wegen Beihilfe zu mehrfachem Kindesmissbrauch zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. 2011 floh er allerdings nach Deutschland und lebt seither in Krefeld. Einen chilenischen Auslieferungsantrag lehnt die deutsche Regierung ab. Einzige Chance für eine Umsetzung des Urteils ist nun, dass deutsche Stellen rasch handeln und auf Strafe in Deutschland vollstreckt wird. Zusammen mit den Überlebenden der Folter und den Angehörigen der ermordeten Opfer fordern wir daher von der deutschen Regierung und den zuständigen Gerichten alles zu tun, damit Hartmut Hopp sofort eine Strafe antreten muss. Wir fordern die Bundesregierung auf, alles zu tun, damit die deutschen und chilenischen Verantwortlichen für die Folter und den Mord in der Colonia Dignidad möglichst schnell und umfassend zur Verantwortung gezogen werden. Dazu gehört auch eine Offenlegung aller Akten und eine Unterstützung der Opferinitiativen auf allen Ebenen. Wir fordern von der Bundesregierung ein Eingeständnis ihres Mitwissens und ihrer Mitschuld bezüglich der begangenen Verbrechen. Wir fordern eine Entschuldigung bei den Opfern und ihren Angehörigen und eine angemessene Entschädigung. Deutsche Akteure waren an den Verbrechen beteiligt. Sie müssen bestraft werden. Die BRD hat eine historische Verantwortung und Mitschuld an den Verbrechen der Diktatur. Dieser muss sie gerecht werden. Dankeschön.
Veranstaltungshinweise. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier heute als Internationalisten, als Antiterroristen in Deutschland, die sich solidarisieren und erinnern an den Putsch, der 1973 stattgefunden hat. Dabei haben wir einige Reden gehört von Genossinnen und Genossen, die hier in Deutschland sprechen. Aber wir alle wissen, dass diejenigen am besten auch ihre Situation auswerten können, die selber in Chile aktiv sind, die selber in Chile gegen den Kapitalismus dort kämpfen. Und derzeit ist eine Genossin von einer kommunistischen Organisation in Deutschland, der kommunistischen Partei Proletarische Aktion aus Chile. Und diese Genossin wird einen Vortrag halten, und zwar in 2 Tagen in Köln. Dort kann man sich anhören, was die Kommunisten in Chile zu sagen haben zu dem Putsch von 1973. Um 20 Uhr findet das in Köln im Allerweltshaus statt. Ich lade euch alle herzlich dazu ein, dort sich die Position der chilenischen Kommunisten anzuhören. Nun gibt es noch 2 weitere Ankündigungen. Eine, wir haben heute gestartet unsere Demonstration am US-Konsulat. Für Düsseldorf gibt es eine Mobilisierung auf den Tag X, also den Tag, an dem die Vereinigten Staaten Syrien angreifen sollten, 19 Uhr zu Protesten am US-Konsulat. Es gibt noch weitere Proteste. Wir haben gehört, dass am Samstag nach Tag X ebenfalls am US-Konsulat in Düsseldorf um 14 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. Wir werden sehen, darüber gibt es dann Informationen auf den diversen Internetseiten. Jetzt gibt es noch eine letzte Ankündigung. Ja, hallo, ich möchte euch eigentlich im Namen vom Revolutionären Bündnis in NRW aufrufen, in Syrien mal einen ganz anderen Aspekt noch zu sehen. Wenn wir heute demonstrieren in Solidarität mit der sozialistischen Reformregierung in Chile, dann können wir heute auch unseren Blick richten auf die Kräfte, die in Rojava in Westkurdistan sich daran machen, mitten in den Trümmern des Bürgerkriegs eine neue Gesellschaft aufzubauen. Der Volkswiderstand hat seit 2 Jahren in Syrien, jetzt in Rojava, Komitees geschaffen, die den ganzen Alltag organisieren, und die bewaffneten Volksbefreiungseinheiten, die leisten Widerstand einerseits gegen den Terror von der Assad-Regierung und andererseits gegen die ganzen vom Ausland finanzierten Söldner von der FSA. Deswegen organisiert sich gerade in Nordsyrien eine Kraft, die wirklich für demokratische Veränderungen und für eine Autonomie da eintreten kann. Und wir, wenn wir heute hören, dass die USA wieder von ihren Chemiewaffen erzählen, diejenigen, die in Vietnam den größten Chemiewaffeneinsatz der Menschheitsgeschichte begangen haben, wir wissen genau, denn es ist kein bisschen um irgendwelche angeblichen Menschenrechte bestellt oder um den Schutz von der Bevölkerung in Syrien. Und wenn wir andererseits hören, wie Russland und China sich demagogisch hinstellen und sagen, sie wären jetzt die Friedenstäubchen, wir wissen, da kämpfen eigentlich 2 verfeindete rivalische imperialistische Bündnisse gegeneinander. Und in Syrien selber entwickelt sich aber ein demokratischer Widerstand, entwickelt sich eine Revolution in Rojava, in Westkurdistan, wo wir nur solidarisch an deren Seite stehen können. Deswegen rufen wir euch auf. Einmal, macht mit bei der Tag-X-Kampagne und organisiert Widerstand gegen den NATO-Angriff auf Syrien. Und zweitens, unterstützt auch die Kurden und ihre Bewegung. Achtet auf die Ankündigungen der kurdischen Vereine und organisiert Solidarität für Rojava. Die NATO versucht gerade, Rojava durch ein Embargo zu erdulden. Und wir als linke Kräfte in Deutschland können da Solidarität organisieren. Macht mit, unterstützt die Kurden, unterstützt die demokratischen Kräfte gegen einen Krieg in Syrien und braucht internationale Solidarität. Damit ist unsere Demonstration und Kundgebung zu Ende. Es gibt jetzt noch im linken Zentrum, das ist nach, von mir aus gesehen rechts geht, also Corneliusstraße 108, noch ein bisschen Getränke und noch ein bisschen Beisammensein. Vielen Dank, kommt gut nach Hause.